Hallo und willkommen zurück auf der Felsbrunn im LS19. Wir sind mitten in der Rapsernte. Im Hintergrund sieht man auch den Drescher Feld 21 abfahren. Und ich denke mal, der Düngerstreuer hat absolut keinen Plan, was er macht. Aber da ist er nicht alleine. So, wir fahren. Entschuldigung, wir sind voll. Es kommt ins Lager. Vielleicht gucken wir mal, was es für einen Preis gibt. Vielleicht können wir es auch gleich verkaufen. So, Raps haben wir. Ja komm, Speicherbutt ist ja schneller. So. Und Raps, für Raps gibt es Bahnstation Mühle 2200 Euro. Ja, das hört sich nicht schlecht an. Ich glaube, das machen wir auch. Bahnstation Mühle war, glaube ich, genau das hier. Okay, dann fahren wir dahin. Moment. Machst du denn hier Aussicht genießen oder wie? Komm, mach mal ein bisschen weiter. So, Bahnstation Mühle, wir kommen. Ich hoffe nur, dass ich den. Das ist ein bisschen eine extreme. Ja. Der größere Steigung, dass wir da hochkommen. Ist auf gerade der Strecke hat er schon. Hat er schon seine Mühe. So, Radio, aber. Das kann jetzt etwas dauern im Hochfahren. Ja, ich habe jetzt auch noch ein zweites Ding angefangen. Auf der Karte Oberes Klantal. Die hat mir, gefällt mir sehr gut. Und vor allen Dingen ist sie von der Gegend her, wo das sein soll oder wo das ja, spielen soll, halt auch nicht weit weg von mir hier. Und deswegen dachte ich, kann man da auch mal was spielen drauf. Ich weiß nur noch nicht, was ich machen soll. Eher großbetrieblich Landwirtschaft, also rein Ackerbau oder mit Tieren halt größer was machen. Also die hat ja schon einen Kuhstall und einen Hühnerstall platziert vom Möpper aus und ja, muss mal gucken, wie es da weitergeht und in welche Richtung sich das entwickelt. Spaß macht mir alles. So. Gucken, was es gibt. Hundertsechstausend. Okay. Das ist doch schon mal sehr gut. Aber ich denke mal, so von den Fahrzeugen und sowas haben wir jetzt erstmal alles. Ich könnte langsam mal anfangen, den ewig großen Kredit zurückzubezahlen. Meine Zinsen halten sich in Grenzen. Also das ist ja wirklich ein
an einem Ingame-Tag, glaube ich, keine Ahnung, 15, 16, 17 Euro. Geht noch. Aber trotzdem, die Schulden sollte man immer rechtzeitig tilgen. Ja, der ist auch schon wieder 8% voll, also auf Aufrichtung Feld 21. Er wartet gleich auf uns. Jetzt hoffen, ach Mist, natürlich steht er falsch rum. Und der wird auch in der Reihe voll werden. Hundertprozentig. Oder? Ja, leider. Dann mach mal aus, danke. So, 14.000 Liter, das dauert halt schon einen Moment, ne? So, gut, das war der Mann. Ja, ich weiß halt nicht, wie weit das gut ist, dass man mit so einem Auflieger auf dem Acker rumfährt. Aber es geht halt einiges rein. Hm. Mal gucken. Ah, benötigt Kalk, gut zu wissen. So, du bist leer? Nee, noch nicht. Aber der Rest schnickt mir noch drauf. Schön, der Wassertank vergiftet. Alles sehr gut. So. Auffüllen, parken. Saatgut war der hintere.
So, ja, also ich denke mal, nächster Schritt einsehen hier wieder, aber ein bisschen abwechslungsweise. Ich würde ein bisschen Weizen einsehen, ein bisschen Stroh sammeln und auch den Weizen für die Hühner, Stroh für die Pferde. Ja, das werde ich wohl machen. Aber das in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.